Wir haben schlechte Neuigkeiten. 6 Allianzpatrouillen, 4 Außenposten, ein Versorgungskonvoi vom Sith-Imperium. Alle in der letzten Stunde von der ewigen Flotte zerstört. Es kann nur einen Grund dafür geben. Valen hat wieder die Kontrolle über die Gemini-Droiden. Dann greifen wir Valen an. Nehmen wir ihr ihre Macht, bevor sie die ganze Galaxis in Stücke reißt. Wir können nicht einfach einen Angriff auf das Herz des Imperiums starten. Ich habe jemanden gefunden, der helfen kann. Ein Maulwurf auf Sakul. Ich habe die Flotten-Holowitz gesehen. Eine schlimme Sache. Ich entschuldige mich im Namen meines Volkes. Und ihr seid? Indosal, Vergnügungsmagistrat und persönlicher Bediensteter von Kaiserin Valen. Sie ist eine Plage für die guten Einwohner Sakuls. Aber wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie stürzen und diesen verdammten Krieg beenden. Ihr geht große Risiken ein, Valen so zu hintergehen. Wir sorgen dafür, dass ihr beschützt werdet. Bei den Augen von Esne, ihr seid wirklich so edelmütig, wie es heißt. Können wir sicher sein, dass das keine Falle ist? Keine Sorge, Indo ist sauber. Aber gewillt, sich die Hände schmutzig zu machen. Valen veranstaltet auf Sakul eine Feier zu ihrem Ruhm. Die Gästeliste ist äußerst exklusiv, aber ich kann Einladungen und Verkleidungen besorgen. Alles, was ihr braucht, um die Feier zu infiltrieren und die Kaiserin zu stürzen. Auf der Feier werden jede Menge Zivilisten sein. Ich kann nicht zulassen, dass sie ins Kreuzfeuer geraten. Wenn alles nach Plan läuft, müsst ihr euch darüber keine Sorgen machen. Selbst wenn wir nicht erkannt werden, bräuchten wir eine Armee, um durch ihre Verteidigung zu kommen. Und eine Armee werdet ihr auch haben. Valen will bei der Feier meine guten Freunde hinrichten lassen. Eine Gruppe von Sakul-Rebellen. Rettet die Rebellen, dann helfen sie euch, die Kaiserin zu stürzen. Valens Feinde sind meine Freunde. Ich tue alles in meiner Macht Stehende, um für ihre Sicherheit zu sorgen. Ich wusste, dass es richtig ist, mich an euch zu wenden. Es könnte funktionieren. Ich kann mich mit T7 in das Sicherheitsnetz hacken. Und ich helfe euch, nah genug heranzukommen, um Valens Konditionierung auszulösen. Wie aufregend. Das heißt dann also, Operation Drachenschlund kann starten. Sag mir bitte, dass das nicht wirklich der Name der Mission sein soll. Was immer man tut, sollte man mit Stil tun. Befreien wir also ein Imperium, ja? Ausrüstung anlegen. In einer Stunde infiltrieren wir Sakul und vermiesen Valen ihre Feier. Neue Vorräte an. Das zaubert ein Lächeln auf mein Gesicht. Für den Untergang meiner Tochter ist vorbereitet. Streckt sie nieder, und dieses Imperium wird euch gehören.
Wenn ich den Thron besteige, wie lange dauert es dann wohl, bis ihr mich vernichten lasst? Wenn ich eure Vernichtung anstreben würde, hätte ich längst dafür gesorgt. Mein Schicksal ist mit eurem verknüpft. Wir haben Landeerlaubnis. Indo hat das mit unseren Verkleidungen wirklich gut hinbekommen. Machen wir uns schick, bevor wir landen. Wir sind eine Familie. Verneige dich vor dem Drachen von Sakun. Ausgezeichnete Form. Wenn ihr etwas wollt, spuckt es aus. Eure Gäste treffen ein. Sie trinken auf euren Namen und warten schon gespannt auf eure Rede. Und die Rebellen? Sind mit Schockhalsbändern geschmückt, wie ihr es befohlen habt. Die Feier muss perfekt werden. Wenn ihr mich enttäuscht. Sehe ich zu, wie euer Fleisch knusprig brät. Ich kann in dieser verfluchten Verkleidung kaum etwas sehen. Wie sehe ich aus? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich euch glatt für einen Captain der Ritter halten. Das verstehe ich mal als Kompliment. Finden wir Indo. Meister So wäre stolz. Ihr habt mir nicht gesagt, dass Holonetz-Drohnen auf der Party sein würden. Ist das nicht wunderbar? Unsere Gesichter werden auf ganz Sakun übertragen. Man wird im ganzen Turm über uns reden. Sitzt meine Frisur? Willkommen, verehrte Gäste. Heute Abend feiern wir unsere ruhmreiche Anführerin, die einzigartige Kaiserin Weilin. Kein Ticket, kein Zutritt. Ende der Diskussion. Wo ist euer Vorgesetzter? So lasse ich mich nicht behandeln. Wäre dein Ritter von Sakul, dachte ich. Dann lebst du ein spannendes, ruhmreiches Leben. Es ist strikt verboten, die Feierlichkeiten vorzeitig zu verlassen. Aber jetzt mal ehrlich, wer würde auch so einen fantastischen Abend kürzen wollen? Haltet euch von der Horizontwache fern. Wenn wir nicht vorsichtig sind, erkennen sie unsere Verkleidung. Ich dachte, das wäre eine Feier zu Ehren der Kaiserin. Ich wusste gar nicht, dass es Ehrengäste gibt. Die Schockhalsbänder sind schon etwas verstörend, aber die Verräter haben nichts anderes verdient. Gelobt sei Kaiserin Weilin. Habt ihr diese Kreatur in der Kampfarena gesehen? Grauenvoll. Wundervoll, nicht wahr? Ich würde gerne ein Holo mit ihr machen. Oh, das ist eine großartige Idee. Meint ihr, das ist erlaubt? Verräterin, bringt mir noch einen Drink. Aaron, ich bin es doch, Nalia. Wir waren 3 Jahre lang Nachbarn. Ihr müsst mich mit jemandem verwechseln. Aber Aaron... Mit Verrätern habe ich nichts zu schaffen. Was ist jetzt mit dem Drink?
Dana? Wir sind auf der Feier. Könnt ihr mich hören? Klar und deutlich. Wir haben uns in die Turmsicherheit eingeklinkt und können jederzeit helfen. Meine Lieblingsritter. Willkommen beim großen Festival der Kaiserin Valen. Wir müssen vorsichtig sein. Die Feier wird von Holonetz-Drohnen in der ganzen Galaxis übertragen. Wir könnten das zu unserem Vorteil nutzen. Je mehr Zuschauer wir haben, desto mehr Unterstützung bekommt die Allianz. Interplanetarer Promi-Status wirkt Wunder bei der Finanzierung. Aber zuerst müssen wir die Rebellen befreien. Es wird nicht einfach werden, diese Schockhalsbänder zu entfernen. Habt ihr da irgendeinen Trick auf Lager? In der Tat. Party mit Bringsel? Ionenladungen für die Sicherheitsrelais. Aktiviert sie, während Valen ihre große Rede hält. Die Explosion wird die Halsbänder deaktivieren und meine Mitstreiter können angreifen. Sag den Rebellen, dass sie sich von der Horizontwache fernhalten sollen. Um die Eliteeinheiten kümmere ich mich selbst. Ist vermerkt. Von den Lichtschwert bewehrten Gruselgestalten fernhalten. Ich halte die Feier am Laufen, während ihr die Ladungen platziert. Sobald das erledigt ist, zeigen wir der Kaiserin, was wir drauf haben. Der Moment, auf den wir alle warten, ist fast da. Und denk daran, wer bei einer königlichen Ansprache dazwischen redet, wird mit dem Tod bestraft. Tut mir leid, aber ihr habt hier keinen Zugang. Tut mir leid, aber die Küche ist gesperrt. Nur für Cap. Kommt wieder, wenn ihr ein paar Ränge aufgestiegen seid. Zutritt bis zum Schichtwechsel. Außer natürlich, ihr habt unser Essen dabei.
Tut mir leid, aber die Küche ist gesperrt. Kostenlose Hologramme von Kaiserin Weldin liegen im Empfangsbereich bereit. Sie machen einfach jedes Zuhause heller. Verpflegung für die Wachen könnte sich noch als nützlich erweisen. Der glasierte Kell ist fertig. Schon wieder, Falschdroide. Das würde ja nicht mal ein verhungernder Hund runterkriegen. Mach eine neue Portion. Ich habe es nun schon 19 Mal probiert. Und jedes Mal kam eine kulinarische Abscheulichkeit dabei heraus. Kaiserin Weilin verdient Perfektion, keine lahmen Ausreden. Das war's mit den Essenslieferungen. Dieses Mal will es Indu aber wirklich wissen. Ich habe 400 Flaschen Sakulwein gezählt. 398. Ich habe 2 für uns abgezweigt. Offiziell sind sie heruntergefallen. Mein gutes Vorbild zahlt sich aus. Es gab einen Durchbruch. Ich erinnere mich noch an den letzten Narren, der so ein Versprechen abgegeben hat. Ich finde immer noch Stückchen von ihm in meinen Haaren. Ich bin zuversichtlich, was die Resultate betrifft. Ihr werdet schon bald von eurer Schwäche befreit sein. Bereitet meine Ankunft vor. Aber zuerst muss ich ein paar Verräter töten. Die Ladung ist platziert. Wir sind fast soweit. Hat hier jemand was zu essen bestellt? Wurde auch Zeit. Geht schon rein, sonst knabbern sie sich noch selbst die Arme ab. Das Essen ist da! Endlich. Danke, dass ihr es vorbeibringt. Das Schild eines Captains der Ritter. Mit etwas Glück kommen wir damit durch verschlossene Türen. Schickte das ewige Imperium Schläferagenten zu den Kerben, um das niedere Flucht auszuspielen.
Hat der arme Narr Heimweh bekommen? Nein. Er war stärker, als ihr es je sein werdet. Aber er hat sich dennoch gegen uns gewendet. So groß sind die Verlockungen des Vorlands. Zurücktreten. Nur für Captains. Ich bin ein Captain. Lasst mich vorbei, bevor ich euch degradieren und zur Putzkolonne schicken lasse. Bitte entschuldigt. Fühlt euch wie zu Hause. Vorsicht! Der Bestienmeister hat noch schlechtere Laune als sonst. Und das will was heißen. Was habe ich gesagt, Beth? Wiederhole, was ich dir gesagt habe! Sorg dafür, dass die Kleinen gesund bleiben! Sorg dafür, dass die Kleinen gesund bleiben! Und jetzt sieh dir diese Kleine da drüben an! Sieht die etwa gesund aus? Nein. Du bist nutzlos, Beth. Jetzt gib ihr die Medizin, sonst verfüttere ich dich stattdessen. Aber sie will sie nicht nehmen. Vielleicht kann ich die Medizin in ihr Futter tun. Ich weiß ja nicht, was Balen den Bestien verfüttert, aber der Gestank ist wirklich erstaunlich. Dass ich diesen abscheulichen Gestank in meinen Mund lasse, habt ihr euch aber gewaltig geirrt. Was glaubt ihr denn, was passiert, wenn ihr den Mund zum Reden aufmacht? Diese Sicherheitsabregelung. Fangt gar nicht erst davon an. Ich muss ja schon eine Blutprobe abgeben, wenn ich nur auf Toilette gehen will. Ich habe Vorarbeiterzugang, aber mir geht's auch nicht viel besser. Das ist der Serverraum. Setzt die Sicherheitsverriegelung außer Kraft, dann könnt ihr auf die wertvollen Daten darin zugreifen.
Achtung, Horizontwache. Sicherheitsverriegelung außer Kraft gesetzt, Commander. Stattet dem Serverraum einen Besuch ab und sichert Valens wertvolle Daten. Beginnt mit ihrer Rede. Frau
früher als geplant. Versucht, mich zu vernichten. Aber ich habe sie zu Staub zermahlen. Jetzt versteckt sich der Fremdling furchtsam, während meine Flotte durch die Galaxis stürmt. Ich bin der Zorn des Drachenfeuers. Ich bin eure ewige Kaiserin. Es wird Zeit, dass die Bewohner Sakuls die Wahrheit erfahren. Und wir werden sie enthüllen. Werden wir die Rüstung los. Wir müssen eine Rede unterbrechen. Heute feiern wir die Stärke des ewigen Imperiums und sehen zu, wie unsere Feinde leiden. Die Rebellen, die auf Isaac spucken. Und der Wurm, der mich verraten hat. Sie verdienen es, ewige Qualen zu erleiden. Und niemand, nicht einmal der Fremdling, kann sie retten. Die Allianz lässt ihre Leute niemals im Stich. Ihr habt also Indus Fäden in der Hand. Oder ist es Vater, der euch beide kontrolliert? Ihr seid die Einzige, die unter Valkurions Bann steht. Kennt die Öffentlichkeit eigentlich die Geschichte eurer Konditionierung? Verneige dich vor dem Drachen von Sakul! Bitte schön für die Kameras lächeln.
Sakul! Ihr könnt nicht gewinnen, Fremdling! Eure eigenen Leute haben sich der Allianz angeschlossen. Ihr habt den Kampf jetzt schon verloren. Wenn ich euch getötet habe, hänge ich Indus Kopf an der Wand des Thronsaals auf. Commander, pass auf! Lebendig. Gute Neuigkeiten. Wir haben Arkan gefunden. Wenn er sich uns anschließen will, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Dann sollten wir besser los. Thank you.
Also, das war heute ein bisschen zu viel Trubel für meinen Geschmack. Ich schätze, das haben wir Arkans großem Auftritt zu verdanken. Er kann nicht allein gegen Valen kämpfen. Wir müssen Arkan aufhalten, sonst ist das sein Untergang. Ein Familienduell? Eine bessere Feier hätte selbst ich nicht planen können. Genug, Valen. Ich kann nicht einfach zusehen, wie du unsere Heimat zerstörst. Hast du gewusst, dass Vater diese Krankheit in mein Hirn gepflanzt hat? Er hat uns beide zu Waffen gemacht. Ich möchte dir helfen, dich davon zu befreien. Ich brauche deine Hilfe nicht. Von ein paar Prellungen mal abgesehen, sind die Rebellen bereit zum Kampf. Wie lauten eure Befehle? Findet etwaige Überlebende und bringt alle aus der Gefahrenzone. Verlasst euch auf uns. Großer Isaacs, fühlt es sich so an, wenn man ein Held ist? Ich mag das. Ihr habt den Fremdling gehört. Für Zakul! Wir haben Valen und Arkan gefunden. Begebt euch zum Himmelsdeck. Commander, wir haben die Informationen geknackt, die ihr besorgt hattet. Moment, ich öffne eine Verbindung. Valen ist auf dem Dach. Ihr könnt sie noch erwischen, wenn ihr euch beeilt.
wird helfen. Hilfe gebrauchen.
bei euch und halte die Augen offen. Vater möchte mit dir sprechen. Haben wir beide die Gelegenheit erkannt, meiner Schwester gegenüberzutreten. Wir hätten zusammenarbeiten sollen. Ich habe Senja geholfen, weil ich dieses Potenzial erkannt habe. Meine Mutter? Wo ist sie? Sie erholt sich auf Odessen. Ich kann euch zu ihr bringen. Wollen wir uns wirklich mit einem ehemaligen Tyrannen zusammentun? Ich habe noch keinen Beweis seines Gesinnungswandels gesehen. Vielleicht habe ich mich geirrt. Thronverräter! Nun werdet ihr sterben! Wenn Valen uns herausfordern will, werden wir ihr gemeinsam gegenübertreten. Zeigen wir der Kaiserin, mit wem sie es zu tun hat. Ich stehe euch zur Seite, Fremdling. Kaiserin!
mein Vater in euch sah, ist unverkennbar. Aber habt ihr die Kontrolle oder zieht er die Fäden? Ohne Valkorion hätte ich nicht die Mittel, um Valen zu besiegen. Die Kraft meines Vaters hat immer einen Preis. Würdest einfach zuschauen, wie ein Fremdling deinen Thron besteigt? Vater, du bist schwach geworden. An meinen Händen klebt das Blut von Millionen. Das Vermächtnis dieser Familie trieft davon. Es wird Zeit, dass eine würdige Kaiserin an unsere Stelle tritt. Die Zeit eurer Familie ist vorbei, Valkorion. Unter meiner Herrschaft wird für Sakul ein neues Zeitalter anbrechen. Und ich werde euch den Sieg bringen, indem ich eurer Allianz beitrete. Ich habe meinen Sohn nicht als Diener erzogen. Du hast keinen Sohn. Die Galaxis sieht euch zu, Commander. Das ist eure Chance, wirklich etwas zu verändern. Sakul, ich komme nicht als Eroberin zu euch, sondern als Verbündete. Gemeinsam können wir diesen Krieg beenden und der Galaxis Frieden bringen. Die Allianz heißt alle willkommen, die bereit sind, für die Freiheit einzustehen. Wir sind heute stolz, euren ehemaligen Imperator an unseren Reihen zu begrüßen. Meine Stärke gehört euch, Commander. Bombardiert sie! Und hört erst auf, wenn vom Fremdling nur noch ein Haufen Asche übrig ist! Aber eure Anhänger... Tötet sie alle!
Ich bin genauso überrascht wie du, Kumpel. Spart euch die Begrüßung. Versuchen wir, heil herauszukommen. Erfolgreich. Quasi. Baylin hat überlebt, aber Halb Sakul hasst sie jetzt. Und Indo ist mit den Rebellen entkommen. Sie haben sogar unter den geretteten Zivilisten noch ein paar Rekruten gefunden. Und was noch wichtiger ist, der ehemalige Imperator arbeitet jetzt für uns. Ich konnte eine Veränderung an ihm spüren. Aber sind wir sicher, dass wir dem Mann trauen können, der versucht hat, euch zu töten? Und das mehrfach? Ganz zu schweigen von euren 5 Jahren in Carbonit. Ich wurde viel zu lange von Rache verzehrt. Aber ihr habt meine Mutter gerettet. Und dafür stehe ich in eurer Schuld. Senja glaubte daran, dass ihr euch ändern könntet. Und sie hatte recht. Mit ihrer Meinung über euch hatte sie auch recht. Endlich erkenne ich es auch. Doch euer Auftrag ist noch nicht beendet. Die Schreckensherrschaft meiner Schwester währt weiter. Solange ich den Schlüssel zu ihrer Konditionierung habe, sind Valen die Hände gebunden. Sie wird das nicht lange hinnehmen. Sie ist wie ein in die Enge getriebenes Raubtier. Und wird zuschlagen. Wir sind bereit für eure Ankunft. Vaters Fessel hat mir lange genug die Kehle zugeschnürt. Es ist Zeit, dass ich mich von seinem Würgegriff befreie.